Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Unravel. In der letzten Folge habe ich ja an so einer kleinen Kopfnuss gehangen, dass die Sache mit dem Rad, das da so ein bisschen weiter auf der rechten Seite ist. Und jetzt muss ich mal versuchen. Oh nein, um Gottes Willen nicht schon wieder. Nein, 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 rausklettern, rausklettern, rausklettern. Schnell, schnell, schnell. Da bin ich beim letzten Mal ja auch drauf reingefallen hier an der Stelle. So, jetzt ist aber die Sache, ich möchte jetzt mal ein paar Sachen nochmal mir angucken. Also ich möchte mir jetzt zum einen mal angucken, was hier auf der Seite ist. Hier müsste man doch eigentlich auch schon irgendwie an das Geheimnis da unten kommen. Es kann ja nicht die Lösung sein, dass ich da versuche hinzuschwimmen, oder doch? Ich meine, wenn ich jetzt versuche, mich abzuseilen hier an der Stelle, komme ich da überhaupt rein? Kann ich da überhaupt nach rechts da? Ja, da kann ich rein. Ich meine, da könnte man sich jetzt natürlich hinschwingen. Wie tief kann ich denn hier gehen? Oh, nicht zu tief, sonst wäre ich zu schwer. Nur so ein bisschen mit den Fußspitzen eintauchen. Kann ich da hin? Komm, komm, schwimm, 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 schwimm. Nein, er schafft es nicht. Scheiße. Okay, also da kommt man auf jeden Fall nicht so hin. Hm, aber wie kommt man da hin? Also da braucht man dann auch irgendwie eine Plattform, auf der man sich bewegen kann. Ich glaube nicht, dass man sich da irgendwie hin abseilen kann. Oder kann ich mich... Moment, kann ich mich hier jetzt an der Stelle reinschwingen eigentlich? Ja, hier könnte ich mich reinschwingen. Aber das Problem ist, hier ist ja das Wasser so hoch. Die Frage ist, würde sich das ändern, wenn ich da hinten die Schleuse aufmache? Das ist ja so die entscheidende Frage, ne? So, mal gucken. Wir schieben das mal rein. Ich versuche jetzt mal gleich hier mitzuschwimmen. Soll ich mich da festbinden, ist die Frage. Vielleicht ist das gar keine so gute Idee, sich daran festzubinden. Aber vielleicht ja doch. Wenn ich wieder zurück möchte, muss ich mich ja daran festbinden. Aber auf der anderen Seite, ich kann ja von hier aus auch immer eine Leine ranschießen. So, auf jeden Fall muss ich mich hier unten festbinden. Dann muss ich mich da oben festbinden. Aber nee, eigentlich ja auch nicht so rum, ne? Eigentlich geht es ja wirklich nur, wenn ich... Huch. Wenn ich das Ganze aufziehen will hier, mit der Spule da oben, muss ich ja mich zuerst hier oben festbinden. Und nee, eigentlich muss ich mich hier oben gar nicht festbinden. Ich muss mich gar nicht hier oben festbinden. So eine Lüge. Ha! Kann ich da hoch? Kann ich da hoch? Boah. Oh, das war knapp. Moment. Ich muss mich hier festbinden. So, jetzt bin ich mich da fest. Jetzt gehe ich da oben hoch. Jetzt gehe ich hier rauf. So, jetzt wicke ich mich einmal rum. Jetzt ziehe ich mich hier hoch. Zieh dich hoch. Jawohl. So, das müsste doch jetzt eigentlich schon... Wenn ich jetzt nochmal hier hochgehe... Ja, guck mal, da bewegt sich doch schon was. Oh! Rein, kletter hoch, kletter hoch, kletter hoch. Ja, sehr gut. Ich muss da hochklettern. Guckt euch das an. Ich hab's. Haha. Mit ein bisschen Überlegung kriegt man das halt alles hin. Aber irgendwie öffnet sich da nichts. Also irgendwie... Oh, scheiße, wartet mal. Ich glaube, das ist so eine Timing-Sache jetzt. Ich muss da schnell genug mitbewegen, schnell genug. Kann das sein? Jetzt muss ich mich versuchen, hier unten fallen zu lassen. Ha! Genau, und jetzt kann ich nämlich da oben ran, warum auch immer. Ah ja, um das mitzunehmen wahrscheinlich, diese Erinnerung, die wir da gerade hatten. Nice, und das ist ein Safe Point. Aber wie komme ich denn jetzt da hinten an dieses Geheimnis dran, was ich jetzt ausgelassen habe? Hinschwingen ging ja nicht. Ich wette, da muss man auch irgendwie diesen Flock benutzen. Weil es kann ja nicht die Lösung sein, dass man sich jetzt bei allen Geheimnissen umbringt, oder doch? Moment, stopp, stopp, stopp. Ich will doch hier die Dinger haben. Die Knäule. So, jetzt binden wir uns mal hier fest. Übrigens, ach, da kann ich mich gar nicht rüberschwingen, guckt mal. Moment, wie ist das denn jetzt hier wieder gemeint? Jetzt werden die Rätsel ein bisschen knackiger, ihr merkt das schon. Was ist denn jetzt hier gemeint? Was muss ich denn hier machen? Mich abseilen? Vielleicht ja mich abseilen. Ich weiß es nicht. Ich sehe leider nicht, was da unten ist. Aber da dürfte eigentlich ja nur Wasser sein, oder nicht? Ich versuche mal, mich da so rumzuschwingen. Unter mir ist bestimmt Wasser. Ja. Das ist Wasser, okay. Alles klar, das funktioniert nicht.
Ja, der Entwickler von diesem Spiel oder der Plan des Entwicklers war ja, hier mal ein bisschen was Tiefsinnigeres zu machen mit diesem Spiel. Und ja, das ist denen auf jeden Fall gelungen, würde ich sagen. Huch, aufpassen. Jetzt nicht verquatschen. Konzentration. Komm, kletter hoch. Komme ich da echt nicht vorbei? Kann ich mich da drüben echt nicht rüberschwingen? Geht das nicht irgendwie? Warum komme ich da nicht... ist da eine Decke über mir? Achso, er versucht sich immer automatisch da dran zu dengeln. Ah, jetzt geht's doch. Komisch, warum ging das gerade eben nicht, wo ich mich da schon versucht habe hinzuschwingen? Seltsam. Oh, wow, 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 wow. Moment, warum ist die Musik so flott? La 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 la. Kann das sein, dass der Flock da jetzt schon vorbeigekommen ist? Oh, Moment. Wow. Ha, Moment, da. Ein Floß. Ich habe ein Floß, ein neues. Sehr gut. Boah, ich bin aber auf der äußersten Kante gelandet. Meine Güte. Crazy, verrückt. Ah, ich kann wieder laufen. Ha, da bin ich angekommen. Wow. Oh Gott. Wow. Jetzt geht's ja hier richtig ab. Oh, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Da unten sollte ich wahrscheinlich nicht hin, oder? Oder doch? Oh. Nee, das war falsch. Ja, Moment mal, wie denn dann jetzt? Hier kann ich noch stehen. Muss wahrscheinlich da oben rauf. Aua. Oh, Bock. Voll auf die Irme. Moment. Ja, wie denn da jetzt? Moment. Kann ich da? Nee, ich kann mich nicht festdengeln. Boah, diese Fiedler, ey, das ist... Aua. Vielleicht so von hier wahrscheinlich. Im richtigen Moment. Boah. Oh, ich habe Angst, da runter zu geraten. Scheiße. Nein. Boah, das ist ja mies, ey. Moment. Ich dachte, es wäre schon jetzt am schwersten gewesen, aber es wird noch krasser jetzt. Au. Moment, ich hab's jetzt, glaube ich, gleich. Ich glaube, ich weiß, was ich tun muss. Moment, Moment, stopp. Jetzt springen. Nee, Moment. Ah. Okay. Das ist jetzt eine von diesen typischen Jump'n'Run-Stellen, die ziemlich... Au. Die ziemlich knifflig sind. Und auch ziemlich schmerzhaft für den Charakter. Mann, da hatte ich doch fast. Zieh dich hoch da. Ja, ich war... Ach so, ich darf die nicht berühren. Jetzt check ich das. Okay. Sobald ich die berühre, egal ob ich sie nur leicht berühre oder nicht, ist das Ganze... Habe ich es quasi verloren. Ah, nein. Okay, das muss man mir natürlich sagen. Ich dachte, ich muss da drauf springen auf die Teile, damit ich da oben hinkomme. Aber das ist nicht so. Haha. Okay, ich hab's. Jetzt mit Konzentration. Jetzt mit Konzentration. Jetzt weich mal den Dingern vernünftig aus. So, jetzt hier so. Jetzt so. Und so. Wunderbar. Und jetzt hier oben. Ah, so komme ich da hoch. Okay. Oh, da steht was in Finnisch oder so. Acta Fingrana. Moment. Oder? Hochklettern. Wo muss ich denn jetzt von da aus hin? Moment. Ich würde jetzt schätzen, dass ich da... Ja, genau. Genau so hoch. Boah. Gott. Und jetzt springen. Ja. Wenn die am höchsten Punkt sind, muss ich abspringen. Pff, wow. Oh nein! Okay, aber so geht es. Man muss, wenn die am höchsten Punkt sind, muss man abspringen. Ja. Nein, das war der tiefste. Scheiße. Okay, ich lasse mich nochmal töten. Das ist immer der schnellste Weg, um neu anzufangen. Hui! Nein, das war falsch. Ach, Mann. Moment, wir haben es gleich, wir haben es gleich. Warte, warte, warte. So, jetzt, hui. Ja, genau so. Sehr gut. Und jetzt, hui. Ja, genau so. Und jetzt, hui. Nein, scheiße, warum? Warum geht der letzte immer nicht? Okay, ich lasse mich nochmal töten. Bumm, so. Der letzte ist schwierig. Schwieriger als der zweite. Ah, weil da ist der Abstand größer. Guckt mal.
Da muss man wirklich schon den Schwung genauso ausnutzen. Da muss man schon abspringen, bevor der nämlich oben ist, der Kolben. So, und jetzt kann ich hier... Jawohl, guckt euch das mal an, sauber. Nein, ich habe losgelassen, die Taste. Okay. Man sollte die Taste auch gedrückt halten. Ich sollte vielleicht dazu sagen, das ist für mich eine neue Sitzung. Deswegen fällt mir das noch so minimal schwer mit der Steuerung gerade, wieder reinzukommen auch. So, wenn er auf dem Weg nach oben ist, genau. Das haben wir jetzt raus. Hui. So, jetzt gedrückt halten, Taste. Schön hochklettern, genau. Und rauf. Jawohl. Ah, Gott sei Dank. Aber es ist ja auch gerade ganz schön laut hier im Spiel. Das kommt auch noch dazu. Klettern wir mal hier hoch. Ah, jetzt wird es wieder ein bisschen ruhiger. Sehr schön. Huch, was ist denn das? Wartet mal. Aha, ein Rad. Ich weiß, was ich machen muss. Ich muss das hier festbinden. Dann muss ich das hier oben festbinden. Genau, und dann muss ich versuchen, das Rad... Moment. Wow, nicht so. Moment. Muss das Rad so hinziehen. Geht es jetzt hier nicht weiter? Doch. Genau, jetzt kann ich das Rad hier nämlich hochschieben. Das muss ich bestimmt da hinten irgendwo benutzen, das Rad. Na, guckt mal. Das habe ich mir nämlich schon gedacht. Das ist bestimmt nämlich eine Wippe hier an der Stelle. Kommt man da jetzt rüber? Ja. Sauber. Okay, jetzt könnte man da irgendwie versuchen, sich rüber zu schwingen, aber hier kann man nicht springen auch. Also hier geht es nicht weiter. Ah ja, hier ist erstmal ein Save Point, sehr gut. Moment mal, ich wette mit euch, dass da hinten irgendwie noch ein wichtiges Geheimnis oder so ist. Ups. Okay, aber da kommt man definitiv nicht ran. Kann ich mein Seil durch dieses Gitter durchschießen? Nee, ne, das geht bestimmt nicht, das ist bestimmt ein Hindernis. Oh doch! Moment. Aha! Halt! Hier geblieben! Es hätte mich jetzt schon gewundert, wenn man da mit dem Ding da nicht interagieren kann. Genau, guck mal, jetzt kann ich nämlich hier rüber. Ohne, dass der umknickt hier, der... Obwohl, nee, Moment, ist das überhaupt gewollt? Ich glaube, ich muss... Entweder unten lang, sodass der hier oben bleibt, der Ast... Oder ich muss oben drüber. Müssen wir das nochmal rausziehen jetzt. Ja. Genau, jetzt müssen wir das nämlich runterwippen. Und damit er nicht wieder zurückklappt, wenn ich dann drauf gehe, muss ich das Rad da hinrollen. Genau so ist das nämlich. Haha! Ah nein! So rum. Halt! Halt, 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 halt! Nein! Das ist ein bisschen eine Timing-Sache hier. Also erst den nach unten, genau. Warte, 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 warte. Komm zurück, Rad. Rad, komm doch her. So müssen wir das machen. Von der Seite ziehen. Hahaha. Wenn ich mich von der anderen Seite rüberkaxel, ziehe ich es nur wieder zurück. Clever. Ah, Moment mal, vielleicht gibt es da unten ein Geheimnis oder so. Nee, leider nicht. Keine Geheimnisse. Wow. Warum? Weil ich Zug ausgeübt habe, deswegen. Boah, das war mal ein tiefer Sturz. So, die Frage ist jetzt... Wir haben lange kein Geheimnis mehr gefunden. Oh, wie er guckt. Voll ängstlich. Oh. Guckt mal, er ist voll ängstlich irgendwie. Er friert auch irgendwie. Kann ihm nicht jemand ein Zuhause geben? Kann ihm nicht jemand ein Zuhause geben? Also ich würde mich freiwillig melden. Ich würde ihn aufnehmen. Den Jani, den Garni, den kleinen. Wartet mal, vielleicht muss ich hier was ziehen? Schwingen muss ich mich nicht. Hier kann ich was festbinden. Warum ist die Frage? Warum kann ich da was festbinden? Warum kann ich mich da festbinden? Oh, Moment mal, was war das? Ach so, man kommt da nicht rüber, oder? Ach doch, kommt man. Hä? Ah, man kommt hier nicht weiter, genau. Man muss irgendwie da nach oben.
Ich glaube, ich ahne schon, was ich tun muss. Ich muss hier einen Hebel draus machen. Ich muss den Ast in die Richtung abknicken, also nach da drüben, nach rechts. Ah ja, okay. Genau, und dann muss er da bleiben. Genau. Moment, dann müssen wir uns hier festbinden. Frage ist, kann ich den auch ziehen auf der anderen Seite? Wenn wir jetzt uns da oben dran dengeln. Das jetzt festbinden, was passiert? Ich jetzt hier rüber gehe, ziehe ich den dann mit? Nee, ne? Nee, kann ja nicht. Oder? Nee. Kann ich den hier anpacken? Nee, kann ich auch nicht. Wie könnte man den jetzt da... Wenn ich mal da hinten das abmache. Ja, das hier mal lösen. Und das dann nach drüben ziehen. Wenn wir jetzt hier ziehen, geht das? Nee, es geht auch nicht. Aber vielleicht kann ich ja den jetzt rüberschieben und mich dann festbinden. Nee. Das ist es nicht. Vielleicht, wenn ich mich erst da oben festbinde. Erst hier. Und dann unten. Aber was soll das bringen? Obwohl. Jetzt kann er nicht. Jetzt hat er nicht genug Strippe. Ich glaube, irgendwo da steckt die Wahrheit. Kann ich mich eigentlich an dem Save Point festbinden? Das habe ich, glaube ich, schon mal versucht. Ne, nee, es geht nicht. Wenn ich jetzt nochmal hochgehe und jetzt da runter. Und jetzt ziehe? Nee, es geht nicht. Das wäre auch sinnlos. Wie ist das denn gedacht? Also es ist auf jeden Fall so gedacht, dass das Teil, der Ast, in Position bleiben soll, würde ich jetzt sagen. Also dass er, wenn ich ihn schiebe, wenn ich ihn rüberschiebe an die Wand, dass er dann da bleibt. So. Jetzt halt die Frage, wie kann ich das erreichen? Wie kann ich das erreichen, wenn ich mich hier nochmal losmache? Es muss irgendwie einen Sinn haben, dass da unten so ein Festbindeding ist. Das muss irgendeinen Sinn haben. Wahrscheinlich war das, was ich zuerst gemacht habe, auch wieder das Richtige. Meistens ist das, was ich zuerst mache, instinktiv das Richtige. Deswegen mache ich das jetzt nochmal. Kann ich da jetzt nicht den ziehen? Geht das nicht? Geht das nicht? Kann ich das jetzt nicht irgendwie durch die Kraft meines eigenen Gewichts... Müsste doch eigentlich, müsste das doch gehen, oder? Der müsste doch jetzt eigentlich genug von einem Hebel haben, dass ich den da jetzt rüberziehen kann. Also anpacken kann ich den nicht, den Ast. Das geht nicht. Jetzt stehe ich mal so richtig auf dem Schlauch gerade. Das ist irgendwie gerade nicht so einfach. Ah, vielleicht ist es das schon. Moment mal, wartet mal. Wenn man jetzt... Ich hätte jetzt halt gesagt... Ich meine... Wartet mal. Ich muss das nochmal... Ich muss das nochmal losbinden alles. So, ich binde den nochmal los. So, jetzt kippe ich den nochmal darüber. Und jetzt schnell festbinden. Ne, mit Geschwindigkeit ist es, glaube ich, nichts, oder? Aber es kann ja nur sowas sein. Ich kann ihn ja nicht von der anderen Seite ziehen. Also irgendwas muss ich von der Seite aus machen, nachdem ich ihn oder bevor ich ihn kippe. Wow, wie die Schnur da ausgerastet ist gerade. Sehr schön. So, wenn ich mich jetzt festbinde. Das macht ja keinen Unterschied, ne? Guckt mal, auch wenn ich den jetzt hier hochgeschoben habe, den Ast, dann blinkt es da links nicht mehr. Jetzt blinkt es wieder.
Also, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss mich schon auf jeden Fall hier unten festbinden. Das ist schon mal richtig, oder? Oder hat das einfach nur was damit zu tun, wie nah ich dran stehe? Nee, es ist einfach nur die Entfernung. Okay, ich würde sagen, an der Stelle, bei dieser kleinen Kopfnuss, ist jetzt erstmal die Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Unravel und dann entwirre ich dieses Rätsel. Bis zur nächsten Folge Unravel. Bis dann, ciao, ciao.